gut, es wird zur Ehrenlos, wir ficken alle! Kevin, das machen wir. Ich will jobsauber sein. Nein, wir sind wieder alle. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute gibt es die Highlights vom letzten Gurkencup. Und ja, der ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her. Anfang Dezember, 1. Dezember haben wir den gemacht. Und ja, jetzt gibt es die Highlights dazu. Wieso, weshalb, falls ihr es noch nicht wisst, könnt ihr hier auf jeden Fall nochmal abchecken. Und ja, wir haben den Cup jetzt in einem 2 vs. 2 gespielt. Heißt immer Zweierteams. Und ja, es ist auf jeden Fall cool geworden. Ich will jetzt auf jeden Fall nichts verraten schon mal vorher und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lukas, ich bin schon wieder abgefuckt vom Spielen. Ja, der Gurkencup hat verloren mal angefangen, gell? Nein, Digga, ich habe ein Division Rivals Game auf der PS4-Version gemacht und dachte mir, halt dein Maul. Och nee, der Louis. Meines, Jungs! Meines! Meines, Diggi! Servus! Bist du der von Fortnite? So Lukas, nice, hast du die Gruppen schon ausgelost? Wenn du willst, kann ich jetzt direkt anfangen. Ach du Scheiße, Digga. Wisst ihr was? Ich fang mal an. Ich sag euch ganz kurz, wie das abläuft. Also der als erstes gelost wird, der ist die Gruppe A. Der als zweites gelost wird, ist den sein Teammate. Danach, der als nächstes gelost wird, ist Gruppe B, wieder den sein Teammate und so weiter. Let's go! Ich hab keinen Bock auf die PS5. Der erste, ja, der gelost wird. Du kannst halt das Maul nehmen und sieht es ja dann nicht, sonst du musst bis der früher fahren. Okay. Och. Sieht es? Rossi. Der Rossi, yes. Da will ich rein. Lukas, wer ist Rossis Teampartner? Das wird jetzt gerade ausgelost, pass auf. Yo, ach so, der ist schon live. Ey, Luis, wie viel darf das Team eigentlich kosten? 20k. Ui. Ja, da bin ich dann raus. Hey, nein, also ich bin interessant. Ich spiele den goldenen Rashford und Bronze Team. Na Spaß. Nico Butler mit Rossi. Ich lief so hart an den guten Mitspieler, der. Gruppe B. Also, das ist ja. Das in ist Gruppe ja, B. Let's go. Ich sehe irgendwie mit Louis sein Bruder, was ich eigentlich gar nicht will. Gruppe B. Hey, der ist so schlecht, ist er nicht mal. Der Lindsay ist wirklich gut. So, Gruppe B. Ich bin eh der schlechteste von allen. Ich! Ne, Luis! Luis! Wer ist mit wem? Was ist jetzt? Du bist in Gruppe B, Luis! Ich! Oh. Und jetzt ist dein Teampartner! Ich hoffe irgendwie, dass es ich bin! Ich hoffe irgendwie, dass es ich bin, bin ich ehrlich! Bitte nicht dieser Leon da! Ich kenne ihn nicht! Also, Entschuldigung! Der Leon hat voll das stabile Team für 2 Stunden zocken, ne? Und? Okay, let's go! Du bist dein Teampartner jetzt, ja. Du bist dein Teampartner. Loswerden. Let's go. Ich kann mir Luis nicht ernst bleiben, sorry. Eins weiter, bitte. Aber Bocco ist gut. Bocco und Luis. Ach du Scheiße. Bocco, Junge! Es kann ehrenlos werden, ne? Bocco, das wird zu ehrenlos, wir ficken alle! Okay, jetzt Gruppe A. So, warte mal, Lukas, soll ich kurz Leo holen, dass er reinkommen soll in die Party? Mach das. Digga, Finn fehlt auch noch. Ja, wir losen aber trotzdem schon aus. So, Gruppe A. Oh, Bruder. Sascha, oh, ja. Bruder, da will ich gar nicht rein. Ja, wer? Sascha ist in Gruppe A und jetzt losen wir noch Sascha seinen Teampartner aus. Ich bin Gruppe B, gell? Ja. Es ist bodenlos. Bocco, bist du da? Safe, ich bin so hundertprozentig. Ja, dann da. Es ist bodenlos. Wir fetzen die. Ui! Luis, hast du deinen Bruder geholt? Ja, Leo und Sascha. Leo! Ich hoffe, ich bin mit diesem Kevin im Team. Alter, ist die Gruppe A leicht? Leck mich am Arsch. Digga, wenn ich in Gruppe B komme, ne? Dann belege ich den zweiten Platz einfach. So. Leo, der muss. Ey, wir haben gerade auch bloß, der dein Teampartner ist. Du bist nur im Sascha sein. Es sind noch gute drinnen. Mike ist auch ein Schwitzer. Können wir mal bitte mal ruhig reden? Ich bin schlecht. Können wir mal ruhig reden, bitte? Alle mal ruhig sein und Schnauze halten. Okay. Also, ich sag euch, wir sind Sascha und Leo gewinnen, das Ding. Halt's Maul, Junge, fick dich einfach, Digga. Gruppe B. Nein, wirklich. Mike. Nee, Kevin. Kevin. Da, Bruder, da würde ich mich aussehen. Kevin, sein Teampartner jetzt, ja? Ja, ich muss kurz die Playstation umbauen. Ey, Mittags, du spielst mit Sascha. Ich werde gerade ansuchen. Oh, Alter.
Nein! Lukas! Ach du Scheiße! Nico, Servus! Ja, Servus! Das ist schon das Finale! Das ist das Finale! Das war der Butler, der hat mich gerade angerufen. Lukas so. Und Kevin! Kevin! Digga, ist das verödet! Das machen wir. Aber Boko, ich bin ehrlich, wir müssen abliefern. Das ist ja mies gut, das ist ja eine Gruppe. Nein! Wie viele kommen weiter? Bitte komm nicht in die Gruppe, ne? Zwei. Scheiße, wenn jetzt noch ein Öler-Team kommt. Bitte komm. So, jetzt kommt erstmal noch Gruppe A. Bitte Gruppe A. Bitte Gruppe A. Was, Boko? Soll ich mir noch einen Neymar holen? Ich will einfach in die Gruppe A. Ich überlege mir jetzt noch einen Öler zu holen. Ja. Ich hab noch. Timo, I believe it, bro. Nee, Digga, Timo hat Ansage gemacht, wenn er den Gurkencup nicht gewinnt, kommt der morgen mit kurzer Hose in die Schule. Das stimmt, aber sie haben gesagt, wir unterschreiben, dass er auch ohne Hose macht, ne? Genau. Ja. Ich will in Gruppe A. Ich will jetzt mit Timo zusammenspielen, ich will nicht in die Gruppe B, ich hab Angst davor. Okay. Digga, die Gruppe B ist so eine Schwitzergruppe, ne? Junge, wirklich, dass Rossi wieder in meiner Gruppe ist, wirklich. Hauptberuflicher FIFA-Spieler. Nein! Hannes! Ja. Hannes! Okay, das geht auch! Das ist ein Falschgeld-Team! Das ist so ein Falschgeld-Team! Ich will in die Gruppe A. Digga, wenn ich jetzt in die Gruppe B komme. Falschgeld! So, Gruppe B? Wenn ich jetzt in die Gruppe. Mann, nein. Jetzt keine Ölern mehr! Bitte nicht! Bitte nicht! Digga, ich schwör! Nein, ich bin's nicht. Wer? Captain Mike, Junge! Ich hab's zu Mike nur gesagt, wenn wir ein Team sind, begrabe ich mich. Bitte schau Leon in die Gruppe! Nein. Bitte nicht. Okay, let's go. Mike sein Teampartner jetzt. Mike sein Teampartner. Leon! Ich spiel da mit meiner Mutter FIFA, aber nicht mit Mike, bitte. Paul! Nein! Wer ist jetzt noch mein Schwanz? Paul! Paul, du alle los! Es wird so ehrenlos, der Mike mit dem 100 Millionen Team einfach letzter, inshallah! Da werden Freundschaften gefunden in diesem Stream heute, in diesem Dreck. Alter, ich bin in der fucking Gruppe B, in der größten Schwitzer Gruppe. Okay, Gruppe A jetzt. Kann auch noch zu Digga B kommen. Junge, die zwei, die da jetzt reinkommen, Digga, die. Bin ich Gruppe A? Wer ist jetzt Gruppe A? Der Michi. Ja. Michi. Ach, Digga, bitte nicht Gruppe B, sonst fällt meine Mutter. Bitte hauen Leon da rein. Bitte, das ist so eine Falschgeldgruppe, bitte. Was ist denn Gruppe B für eine. Digga, was ist denn Gruppe B für eine Gruppe, Alter? Ist der Finn gut? Rossi, grüß dich. Der hat mir geschrieben, er ist richtig scheiße dieses Jahr in FIFA. Na, Digga, war ja wieder klar. Wer? Bitte nimm tu einfach Finn. Mich in Gruppe A oder diesen Finn. Bitte. Hä? Oder das ist Leon. Nee, Finn. Ja, Leon. Alter, wir wie scheiße ist die. Irgendwas hängt bei sich von mir auch dran. Ah, passt. Leon, wir holen uns das Ding. Ich sag's dir, wie es ist. Machen wir einfach. Und Finn. Geht da mit einem Torverhältnis von 20 zu 0 raus in der Gruppe A. Alter. Junge, ja. Rossi, du hast so viel Glück, ne? Und die Leon jetzt noch. Schau dir mal die Gruppe A an, wie Ja, egal. Schade. Die ist so bodenlos, die Gruppe A. Digga, also jetzt mal Retalk. Bin ich Gruppe A? Leon ja. Ist und Leon. Ja, du bist Gruppe A, dein Teampartner ist der Nico Butler. Leon, Digga, was ist denn die Gruppe B für ein verödetes Alter, Leon Schreier! Leon S ist auch ein Schwitzer, Digga! Digga, was soll das? Wo bin ich denn jetzt? Alter, Kevin und Leon sind die größten Schwitzer. Chill's mal, Jungs. So, also pass auf, ich hab das so gedacht, weil hier, da steht immer einer Erstgenannt und einer Zweitgenannt, dass immer die Erstgenannten gegeneinander spielen und die Zweitgenannten gegeneinander. Das ist hier Rossi gegen Sascha und Nico gegen Leo hier zum Beispiel. Ich aber gegen Kevin spielen und der nimmt mich auseinander. Guter Name. So, Bocco, was hast du gerade gesagt? Ja, alles gut, ich wollte dir nur sagen, viel Glück. Ja, wünsche ich dir auch. Ich werde mich aber stumm jetzt dann in-game. Ja, ich Bescheid weiß. Ciao, mach's gut. Nein! Scheiße, Mann. Das geht auch schon mal saugut los hier, hey. So.
Ah, schade. Weiß nicht, wohin ich spielen soll. Naja. Oh, Glück gehabt. Warte, der Kevin muss gegen Louis spielen. Wie steht's bei denen? Kevin ist 3-1 vorne. Das ist wichtig und richtig. Lukas? Ja. Wie steht's bei dir? Ich bin gerade 2-0 hinten gegen Poco, aber ich habe gesehen, du bist 3-1 vorne, ne? 3-0 hinten? Nee, ich bin 2-0 hinten. 2-0, okay. 2-0, ja. Du bist 3-1 vorne, oder? Ja. Dann wären wir Stand jetzt unentschieden. Push dich auf jeden Fall nochmal. Nein! Stark, weiter. Ich bin 3-0 hinten, heißt aktuell sind wir 1 vorne. Nein! Ja, das war ein Lucky Tor. 7-1? Lukas, wie viel steht's? Ich bin 4-0 hinten, Mann. Bist du 7-1 bei dir? Bei mir steht's 6-2. 6-2? Scheiße! Dann ist jetzt ausgeglichen, komm. Ja, nein! Oh. Nein! Wichtig, komm! Weg! Oh! Mein Game ist aus, ich habe 4-0 verloren. Heißt aktuell unentschieden. Oh! Boko? Ja. GG, Mann. GG, Digga. Also, weißt du, wie es bei den anderen steht gerade? Ja, 6-2. Aktuell unentschieden, Alter, Hilfe. Ja? Komm, komm, ja! Ja, mach ihn! Nein! Komm, Luis. Nein, was? Was? Aha, Tekken 2, Mann. Der war halt nur offensichtlich gut. GG. GG's, Junge. Junge, warum verschießt du das nicht? Kevin? Das holst du, okay? Ich hab Bock mehr auf die Scheiße. Gehst du auch? Gegen Lukas? Ja, das letzte Mal, weil ich da Mach ich. Ja. Weil bei uns ist es immer knapp. Okay, dann schaue ich, dass ich mein Bestes gebe. Naja, viele dann, tschüss, ne? Jo, tschüss, ich wünsche viel Glück. Ja, halt's mal, du Arschloch, ohne Witz. Digga, er schießt so ein Glückstor, Hilfe! Komm, Kevin, push dich. Es ist erst früh im Spiel. Klaus! Okay, ich spür 1-0. Ja, es reicht doch jetzt. Kevin? Ja? Komm, push dich. Es ist okay. Sowas passiert in FIFA, du weißt. Und nein, Thorsten! Yes, 2-1. Das ist doch die Pimpe! Junge! Ja, aber er dreht die ganze Zeit auf. Komm weiter, weiter. Die ganze Zeit. Komm, sei durch. Mach, spiel einfach weiter. Ist in Ordnung. Nein. Nein, er macht das 2-2. Nee. Was für Abseits! Ah, 5-2 ist jetzt auch bei mir. 4-1 verloren. 4-1, okay. Bruno, ich krieg Bruno nicht! Ja! Hey, liegst du 2-1 hinten, Boko? Ja. Push dich, schaffst du.
Hey Lukas, warum wird mein Sub nicht angezeigt? Natürlich wird er angezeigt, Junge. Natürlich wird er angezeigt, Mann. Vielen Dank dir, Luis. Vielen Dank dir. Wie heißt das? Top-Supper? Super-Supper? Wie meinst du? Wo meinst du? Ich will Job-Supper sein. Wegen Top-Supper, ich will ja nichts sagen, aber der Timo hat 10 Subs mehr. Ja, egal. Der Brand 19, FD Sibylla. Also, Paul, ich wünsche dir ganz viel Glück. Gib dein Bestes. Ja, aber ey, nicht wundern, wenn Latenz so scheiße ist. Ich spiele mit WLAN, gell? Ja, ist kein Ding. Machen wir einfach kurz Pause. Kein Ding. Okay, bei Boko hat's vorhin necklaggt. Ich fuck mich darüber nicht ab, von dem her. Alles gut. Okay, also viel Glück, ne? Gegen Bro Army, oder? Du musst gegen Bro Army spielen, ja. Also Paul, ja. Viel Glück. Viel Glück, ne? Ciao. Bist du auf PS5? Der ist auf PS5, ja, aber wird PS4-Version halt spielen. Müsstest du auch einladen können. Eins null. Elfmeter für den Paul. Links. Okay. Ah, Mitte, scheiße. Oh, schade. Nein, wie hättet ihr? Paul? Ah, Paul hat einen Disconnect kassiert. Wie geht's weiter? Also es war 65. Minute bei uns, heißt wir müssen quasi einfach die restliche Zeit nachspielen. Okay, wie viel steht's? 3-1 war ich hinten. Paul, komm einfach wieder in die Party oder musst du das erst wieder fixen oder so? Oder ich ruf dich mal an. Das heißt, du kommst gar nicht mal rein gerade. Probier es einfach nochmal, okay? Aber ich glaube, das könnte ein wenig dauern, bis der wieder da ist. Er ist rausgegangen bei einem 4-1. Mhm, dann haben wir da schon mal einen 7-0. Oder erste oder zweite Halbzeit? 52. Minute. 50. Okay, dann haben wir dann 7-0 schon mal. Heißt, der Paul bräuchte dann 5 Tore in 30 Minuten gegen mich. Paul? Ja? Okay. Ah, okay. Dann verstehe ich. Na, mach's gut, Paul. Ich wünsche einen schönen Abend. Scheiße. GG. Mach's gut. Ciao. Also der Paul, der kommt auch nicht mehr in die Party, weil da ist so eine Einstellung drin, dass ab 22 Uhr WLAN weg ist. Heißt, wir haben jetzt gewonnen, oder? Heißt, wir haben jetzt gewonnen, ja. Eins, der ist gescriptet. Ja, okay. Und jetzt? Und jetzt, Halbfinals, passt auf. Einmal Rossi gegen Kevin, Nico Butler gegen mich, Luis gegen Timo und Boko bekommt die Punkte vom Hannes. Kann ich nicht beim Boko tauschen? Nein. Nein, das geht nicht. Bitte, das geht uns nicht. Luis, du fickst ihn. Du hast zwei Toren. Luis, du gehst in das Game mit zwei Toren Vorsprung. Ich jetzt so spiele, aus 10 Games gewinnt der Typ 9. Ich habe halt einmal letztes Mal Lucky gewonnen. Echt so. Dein Headset geht nicht, ich merk's. Ich lade dich aber trotzdem mal ein. So, Basti Trikots. Nico, ich wünsche dir ganz viel Glück, viel Erfolg und auf geht's. Das ist Quatsch. Mario Gomez!
Auf Bogen, mit rechts schießt er da. Gnabry, sehr schön. Donnarumma, du bist eine Maschine. Nein! Oh, Donnarumma, Alter! Sehr schön. Oh, Junge, pass auf. Der geht noch Mario Gomez. Oder auch nicht. Aber Gnabry. Und Makin. Ja, oh, sehr schön. Ich bin 4-1 vorne. Wie steht's bei dir? Okay. Ich bin 3-1 hinten, aber ich drehe es noch. Ich weiß nicht, ob sie drehen. Sehr gut, Junge. 3-2. 3-2 für mich. Stark. Oh, nein! Mario Gomez aus 5 Metern schießt ein Torwart an. Ich hab's 4-2 kassiert. Nein! 4-3! Steht's bei dir, oder? Ja. Okay, dann versuche ich noch ein Tor zu machen, damit's safe ist. Nein! Wie steht's bei dir? Nico, GG Mann, hast gut dich auf jeden Fall nochmal zurückgekämpft am Ende. Ich musste aber ehrlich gesagt sagen, ich hoffe, es reicht für uns. Ich mache Timo so salzig. Junge, der ist so mad, der ist so mad. Timo hat die Party verlassen, ne? Lukas? Ja. Ja, er hat die Party verlassen, der Knecht Süd. Wie steht's? Ich hab 2-2, aber ich habe ja noch 2 Tore, also. Stimmt, ja. Ich habe einen Elfmeter verschossen und ich hätte noch einen Elfmeter bekommen müssen. Junge, du hättest. Junge, du hättest verloren, du Vollidiot. Das war 2-2. 2-2 und dann ist er gequittet. Ja, aber ich war viel, viel besser. 2-5-7-0, okay. Gegen wen spielen wir jetzt? Das, warte. Seid ihr weiter, Lukas? Seid ihr weiter? Das kommt drauf an, wie der Kevin spielt. Ich habe 4-3 gegen Butler gewonnen. Wie muss er jetzt spielen? Also er mindestens unentschieden. Scheiße! Und wenn wir nicht, gegen wen müssten wir dann spielen? Gegen Rossi, Lukas, gegen Rossi und Butler. Alles Gruppe verloren. Nein, ist der Rossi Erster? Muss ich gegen Rossi spielen? Wenn der Rossi weiterkommt, ja. Fuck! 3-3, letzte Sekunde, letzte Minute! Nein! 3-3? Wie? 3-3! 3-3! Letzte Minute! Ja, ich bin Let's go! Kevin oder der Rossi? Von 3-0 auf 3-3, ja! Digga, ich sag, das ist Rossi, wäre besser gewesen. Nein! Ist aus, Kevin! Ja, wir sind wieder alle! Komm, Junge! Nein! Oh mein Gott! Aber der fickt mich jetzt wieder! Der fickt mich wieder! Ja, ich bin leise, Entschuldigung! So, wir sind im Finale gegen Luis und Bocco, aber bevor das Finale ist, ist noch Spiel um Platz 3, Rossi gegen... Wobei, ist der Timo noch da? Nee. Dann sind Rossi und Dings haben gewonnen. Da, deswegen sind die Dritte. Dann können wir schon Finale machen. Kevin gegen Luis und Bocco, wir beide. Viel Glück, ich mute dich aber. Viel Glück wünsche ich dir auch, Bocco. Und ja, ich werde mich stummen. Mach's gut. Nein, oh, wow. Ja, Mario Gomez. Nein. Weißt du mal, so, wie steht's bei denen? Engel, komm Kevin, komm, komm. Ich hab's 2-1 kassiert.
Alter, ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber das habe ich definitiv so nicht gedrückt und da habe ich sau viel Glück. Digga, du hättest eh kein Tor geschossen. Okay. Okay. Ey, Kevin, wir haben es gepackt. Wie hast du gespielt? 2-1 hat der Bocco gewonnen. Wie hast du gespielt? 2-1 hat der Bocco gewonnen. 3-1? 2-1. Ja, ist egal, ich hatte es ja nicht geschafft. Ach, GG, Mann. GG's, Jungs, GG's. So, Freunde, ihr habt das gesehen. Der Kevin und ich haben zusammen den Cup gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Finale hat mich der Kevin ziemlich im Rucksack gehabt. Aber ich denke, insgesamt haben wir uns da, denke ich, ganz gut ergänzt als Team. Und ja, wenn ihr mehr solche 2 versus 2 Cups sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da und schreibt es auch in die Kommentare unten rein. Und ja, dann bin ich raus für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Servus.